Einen wunderschönen guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu einem, würde man sagen, ja, besonderem Video, anderem Video. Nicht nur, dass ich das Kamerasetup überlege zu erweitern, warum ich jetzt mal kurz los möchte. Nee, heute hatte ich, glaube ich, jetzt die Videodaten habe ich ja gelöscht. Aber heute werden wir mit zwei Kameras filmen. Einmal die eine Kamera, die ich mir vielleicht noch kaufen möchte heute. Ansonsten wird alles mit der Kamera gefilmt. Weil ich überlege nämlich, mir eine Sony ZV-1F zu holen. Das ist eine Kamera zum Vloggen. Weil mir die kleine DJI manchmal dann doch zu wenig ist. Und ich halt gerne mit mehreren Kameras halt eben arbeiten will in Zukunft. Und ja, das ist so der Plan für heute. Dann wollen wir vielleicht heute auch noch was streamen. Jetzt stehe ich ja halt so, dass man mich nicht sieht. So, besser. Genau, das wollen wir heute noch machen. Dann ja. Leider kam ja gestern war Freitag der 4.10. kam ja um 15 Uhr kein Livestream. Das war daran geschuldet, weil eigentlich war für gestern Mario Kart 8 geplant, Deluxe. Also Nintendo Switch Content, was ich nicht alleine streamen wollte. Und das hat leider gestern das nicht so geklappt, wie es sollte. Nicht so schlimm. Auch wenn ich es gestern nicht so toll fand, aber bevor ich mich dann dahinsetze und Minecraft spiele, worauf ich gestern überhaupt keinen Bock hatte, bin ich dann gestern einfach ohne Kamera Fahrrad gefahren. Ich weiß, es gibt welche, die verstehen da nicht, warum ich diesen Sport mache. Aber ganz ehrlich, nicht mein Problem. Gut, wir filmen gerade in 4K im Übrigen. Kann ich das hier noch nachträglich umstellen? Nee, kann ich nicht. Schade. Genau. Die Kamera, die habe ich einfach für was ganz anderes gekauft, ist das, wofür ich sie jetzt benutze. Weil ich momentan nicht wirklich so viele Videos mache zum Thema Radreisen, Vlogs mit dem Fahrrad und so weiter, also Sportvideos. Benutze ich die Kamera jetzt momentan auch ganz gerne mal so für diese Videos hier, das heißt Lava-Videos, Vlogs und so weiter und so fort. Und ja, ich werde euch jetzt zwar mit der Kamera nicht mitnehmen, das mache ich dann später, wenn wir euch dann mitnehmen, weil wir nachher nochmal, ja, tanken unter anderem. Da werde ich dann mit der, wahrscheinlich nicht mit der hier filmen, sondern mit der anderen. Also tanken muss heute noch erledigt werden, dann wollen wir noch Let's Talk aufnehmen, dann streamen. Und, ach ja, was war das jetzt noch? Ja. Und noch ein Video, was ich noch drehen will heute. Ein Trailer. Ein Video, was als Trailer auf dem Kanal fungieren wird. Den möchte ich heute gerne noch drehen. Und dann wird das alles heute zusammengeschnitten, damit dann morgen alles für die Woche online gehen kann. Und streamen wollen wir heute auch noch, deshalb, es wird heute ein sehr lustiger Tag, ein sehr, ja, ein Tag im Leben eines YouTubers, der wieder anfangen möchte. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich wieder hier bin. Entweder habe ich dann noch eine zweite Kamera, mit der ich dann vielleicht auch filmen werde, oder aber wir bleiben erstmal bei altbewährten, in dem Fall die Action 3 von DJI, was ja jetzt auch nichts Schlechtes ist eigentlich, aber ich hätte halt gern trotzdem noch eine zweite Kamera, vor allen Dingen. Klar, ich habe ja auch ein Display, wo ich mich dann sehen kann, aber jetzt so für Shots, wie ich sie am Rechner aufnehmen möchte, hätte ich dann doch gern noch eine Kamera, wo ich dann direkt sehe, was die Linse sieht und nicht immer die Handy-App benutzen muss und man in der Spiegelung nicht das zweite Display sieht, was man ja nicht abschalten kann. Genau, dann würde ich sagen, geht es jetzt los. So, damit bin ich auch mal wieder zu Hause. Ich habe euch jetzt ganz vergessen, eben gerade noch mal was zu zeigen. Und zwar bin ich gerade live am Stream
Und B, habe ich ein neues Mikrofon am Start. In dem Fall ist es das Wave DX von Elgato, neue Kopfhörer. Und zwar in dem Fall sind es HyperX Cloud 3 Kopfhörer. Die haben zwar keinen Funk mehr, ist aber auch halb so schlimm, die sind ja eh nur zum Streamen. Da ich ja jetzt erstmal in dem Setup nur streame, passt sich das ganz gut. Aber nicht nur, weil heute geht es auch noch um ein kleines, noch um ein anderes Video, was wir heute noch drehen wollen. Also wir werden heute mehrere Sachen machen, streamen. Wir fangen, also ich lasse ihn jetzt nebenbei laufen, quatsche hier so ein bisschen mit euch. Und dann geht es, ja, gegen 13:30 ins Mario Kart Game rein. Das riecht ja immer noch neu. Ja, dann jetzt nochmal. Ich hatte ja eigentlich zuerst überlegt, okay, ich hole mir noch eine andere Kamera. Ich nehme jetzt Film jetzt hier mit beiden, aber ist eigentlich egal. Kann ich es eigentlich auch aus dem Twitch-Stream dann reinschneiden. Warum habe ich es nicht gemacht? Ja, Leute. So, nochmal ein kleiner Nachtrag zu einer Videosequenz von eben. Warum ich das mit der Kamera nicht gemacht habe, hat den folgenden Grund. Und zwar kostet diese Kamera 525 Euro. Hat dann doch mir in dem Moment die Kasse zugesagt. Und da habe ich mir so gedacht, okay, ich eier ja am längsten schon mit dem Elgato-Mikro und mit dem Headset hier rum. Und dann habe ich kurz entschlossen, bevor ich da so weiter rumstehe und rumeier, lass doch mal lieber, wenn schon, was kaufen, wovon du langfristig was hast. Und ich glaube, ich habe von der Headset-Mikro-Kombi lange, auf lange Sicht gesehen, mehr als wenn ich mir ja da jetzt so ein teures Kamerazeug hinstelle, wenn ich auch einfach mit der RTGI filmen kann, mit der ich momentan so gut wie alles filme. Ich hoffe, ich konnte es euch jetzt damit erklären, so muss ich es jetzt nicht aus dem ruckenden Twitch-Stream rausschneiden. Aber gut. Und euch jetzt weiterhin viel Spaß mit diesem Video. Ich sitze immer noch im Schnitt, wie man, glaube ich, unschwer sehen kann. Genau. So, ihr Lieben, da wir gerade ein kleines Problem haben mit Twitch, darf ich die zeigen im Video oder nicht? Nö. Hä, aber du hast am Ende auch eine Facecam, die dich filmt. Hab ich auf YouTube, ja. Pech gehabt. Ich glaube, man sieht hier das ganz gut. Wir machen gerade. Also man sieht das jetzt hier schon nicht mal ganz gut. Wir machen jetzt hier gerade ein neues Thumbnail. Jetzt gerade das YouTube-Thumbnail. Und ich finde das super. Ja. Gut, wir haben. Ich filme jetzt so schön nicht unter dem Schreibtisch, aber unterm Schreibtisch ist ein. Ist eine Docking Station. Was heißt nee? Ist ein Splitter. Der kann. Der nimmt meine Switch und splittet die einmal auf meinen Hauptmonitor, dort, wo er gerade sitzt, und einmal auf den Fernseher. Das hat jetzt für Twitch den Vorteil, wenn wir zu zweit sind, dann kann auch einer gemütlich im Bett lümmeln. Und wir müssen nicht beide uns da in die kleine. Ach, stinkt. Wonach? Das scheiß Essen. Naja. Wie ändere ich die Schriftart? Musst du da wieder drauf drücken, wenn du in T bist, drück dann wieder drauf. Kannst du es auch ändern. Musst du davor allerdings markieren. Genau. Dann. Ja, du musst so viel rauscutten, oder? Ich film gerade mit der hier. Du musst so viel rauscutten von meinen Unterbrechungen, oder? Das, ja, das mache ich aber dann heute Nacht an Uhr, wenn du weg bist. Der Vlog kommt erst morgen. Das Short, was du gerade machst. Das ist mein Vlog, den ich gerade nebenbei produziere. Ja, aber du musst trotzdem so viel rauscutten von mir. Nö, ich lasse das schön drin, weil ich. Mich stört das nicht, wenn einer fragt. Genau, wo war ich jetzt? Ach ja, mit Twitch. Twitch ist ja so eine richtige. Sorry, dass ich jetzt so sage, an alle, die Twitch lieben. Ich find's scheiße mittlerweile. Und diese Scheiße bleibt auch locker in dem Video drin, weil es mir ehrlich gesagt am vorbeigeht. Jedenfalls kann ich nur ganz klar sagen, Twitch ist sowas von eine Schmutzplattform. Warum ist das so? Ganz einfach, weil es nicht sein kann, dass er das Passwort, was ich gesetzt habe, was ich 100% weiß, dass ich das nicht mehr einfügen kann. Wie bescheuert seid ihr bitte bei Twitch? Ah! Ist doch so. Ja. Das ist sowas von die größte Rotze mittlerweile. Und deshalb werde ich
glaube ich, wenn ich das mache, wieder zurück zu YouTube gehen, dann habe ich direkt ein paar Videos jeden Freitag für YouTube, kann meine Streams direkt als Highlights online lassen, wer das dann nachschauen will, und die sind dann nicht nach einer Woche weg. Genau, so machen wir es jetzt in Zukunft. Das heißt, bei YouTube kommt Mario Kart ab und zu mal, Red City, ein bisschen was mit Survival oder sowas, Hardcore oder whatever, generell so ein bunter Mischmasch aus allem. Und ansonsten, wenn jetzt alles nach Plan gelaufen wäre, wären wir auch gestern am Freitag live gewesen, nicht heute am Samstag. Also eigentlich 15 Uhr auf dem Freitag wird bei mir gestreamt. Genau, gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal in Richtung Schreibtisch. Ich will die Texte aber trotzdem nicht ändern. Weil hier ist nur Fett und Standard. Guck mal her. Darf ich mal? Ah. So. Das Essen wieder. Willst du denn wirklich hier wieder essen wie damals? Nee, weiß ich nicht. Dann fahren wir woanders hin. Dann schmeißen wir die zum Kofferraum und dann fahren wir woanders. Ja, du, jetzt haben wir nur ein Problem. Wir haben nur zwei mitgenommen. Eigentlich hätten wir drei mitnehmen müssen. Ja. So. Den Kofferraum. Ja, drücken. Ja, ich weiß. So, ich glaube, das habe ich euch in dem Auto noch nie gezeigt. Der hat da unten Fußraumbeleuchtung drin. Total geil. Auch wenn man es vielleicht eigentlich nicht so wirklich braucht. Aber ja, eigentlich ganz cool. Geht diese kleine Kutschkugel, die meine Kollegen immer so schön zu sagen pflegen. Und eigentlich so, aber die kochen sich doch was zu essen. Ist das ja jetzt so schlimm? Nö. Halt mal kurz, ich will meine Jacke auch noch ausziehen. Erzähle mal wegen irgendwas. Oder für mich einfach. Nein, an sich macht mir ja dieses in die Kamera reden sogar noch Spaß eigentlich. Nur es ist nur die Kamera, müsst die Kamera mal höher packen. Ja, wieso machst du das nicht, bevor es mir das gibt? So war das denn. Guck mal, ob das jetzt passt, das so im Display. Ja, ja. Gut, dann kommen wir los. So, jetzt fahren wir auf alle Fälle so, dass wir keinen anderen Film außer mich. Also wollen wir jetzt wieder nach, wo war ich schon, nach Haus? Wir fahren jetzt einfach woanders hin, ich habe keinen Bock. Irgendeine Wiese oder so. Wir können ja. Also irgendwo, wo man den essen kann. Gerne zum Place. Ja. Der Punkt ist halt, ich bin froh, dass ich einen Kamera-Mann dabei habe, weil ich nicht allein so nicht filmen könnte. Dann würde die Kamera wieder hier sitzen. Cool. Wollen wir da lang oder da lang? Wohin gedenkst du? Nicht, dass wir irgendwie planlos rumtrödeln oder rum. Ich pendeln. Würde jetzt erstmal hier irgendwie aus Siebte rausfahren. Ja, und dann? Wir brauchen mehr Plan als das. Okay? Wir fahren Richtung Adler, wir stellen das Auto dahin und essen da in der Kirche. Wo? Zeige ich dir gleich. Wenn du Ideen hast, dann ist doch gut. Blöd ist ja, sonst hätten wir auch nach Eckerode fahren können, aber Problem ist, in Eckerode, da haben wir ein tolles Problem, da ist man noch Baustelle, soweit ich weiß. Wieso soll ich das jetzt alles filmen? Wir reden über, wo wir hinfahren. Dann machen wir wegen aus. Mittlerweile haben wir es 20.30 Uhr. Ja, ich sitze jetzt gerade im Schnitt für dieses Video, dafür will ich jetzt gleich anfangen. Dementsprechend brauche ich jetzt erstmal alle Daten vom heutigen Tag. Ich habe jetzt eben gerade rausgehört, dass leider, ich glaube, ich dann doch mit der Einstellung ein bisschen übertrieben habe bei dem Mikrofon. Und ich jetzt hoffe, dass ich das nochmal gefixt kriege. Jetzt erstmal werde ich alle Aufnahmen von dem Stream hier noch, dem Stream, von dem Video erstmal zusammenschneiden, damit ich das morgen online habe. Und ja, dann hoffe ich, dass ich dann noch morgen ein Let's Play machen kann für euch. Ein neues, was dann auch noch geschnitten werden will. Aber für heute war es das. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Leider konnte ich nicht alles filmen, war viel. Also sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Däumchen da und auch sehr gerne ein Abo. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.